Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich bin mal wieder zurück. Ja, ich bin mittlerweile umgezogen, man sieht selber. Also, ich sag mal, mein Regal steht wieder, aber leider noch nicht beleuchtet und sonst was. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Aber ich habe gesagt, wenn ich umziehe, dann werde ich wieder aktiver. Und zwar noch aktiver wie vorher. Ich versuch's, ja. Und natürlich haben wir den Ashes of Creation Stream, ja, den Stream angeguckt und er war absoluter Hammer. Vorgestellt wurden das Wettersystem bzw. das ja, Saisonal-Jahreszeitensystem und man muss sagen, es ist absolut Bombe, Unreal Engine 5. Und dieses Video bzw. dieser Stream hat mir wieder gezeigt, dass Ashes of Creation wirklich in jede Sache ja, viel Arbeit reinsteckt, ja. Das Charaktersystem ist ja gezeigt worden, oder der Charakter Creator, absolut Bombe. Na, jetzt wurde eben das hier gezeigt, was wir zusammen durchgehen. Wir reden ein bisschen drüber, wir gucken, wir picken raus, wir analysieren das Video und gucken, was wir Feines sehen. Und da sehen wir auch richtig viel Arbeit und Liebe und Abwechslung vor allem. Und das zeigt uns, Ashes, danke, dass ihr so viel Arbeit reinsteckt. Da freue ich mich schon aufs Gildensystem, ich freue mich schon aufs Wirtschaftssystem. Ja, es wurde ja schon viel versprochen in den Systemen. Ja, und mittlerweile glaube ich auch, dass es auch so gut umgesetzt, wie geschrieben wird. Ja, und dann fangen wir aber jetzt gleich mal an mit Ashes of Creation. Ich wollte ein Reaction-Video erst machen, aber ich habe das Video erst einmal gesehen und ja, mich hätte es vom Hocker gehauen, also ihr hättet davon nicht viel gesehen. Und da hätten wir schon mal die Floration. Ja, wenn ihr allein schon hinten diese Ruine seht mit den Blättern und ach, wie die Pflanzen mitgehen im Wind und die Blumen. Ja, da wurde sich auch beschwert, dass die Blumen wie 2D ausschauen. Da Bär, ich liebe Bären. Oh, wunderschön, mit den Lichteffekten. Absolut Bombe, Leute. Absolut das Schiff. Ja, jetzt schneit's. Anscheinend haben wir hier auch, ihr seht selber, ein bisschen magisches fliegende Felsen und so weiter. Na, hier haben wir so ein Schiff, das schaut im Vergleich zu dem Kopf verdammt klein aus. Und ja, der Schnee schaut auch sehr schön aus. Will ich meinen. Ja, seht ihr auch hier, ich muss immer mal Stopp machen, dass wir immer mal ein bisschen auf die Bilder selber eingehen. Ihr seht selber hier diesen Lichteffekt durch die Bäume. Schaut richtig gut aus. Und dann hier dieser Matsch, wie das so schön spiegelt, das Licht. Ja, hier hatten wir unseren kleinen Feuerfuchs. Dass die Blätter hier nicht das Brennen anfangen. Dann wäre es absoluter Hammer. Richtig geiler Eisbär. Selbst der Eisbär schaut richtig groß aus. Ja, und ihr seht selber, seht ihr das? Seht ihr das, wie der Schnee, oder fliegt der Schnee eigentlich so weg? Ich weiß nicht. Ja, oder vielleicht staubt er auch, der Gute. Na, aber ihr seht selber, wie das, wenn er sich schüttelt, wie das weggeht. Mit diesen wunderschönen, ich liebe übrigens Schneegebiete. Ja, hier sieht man auch, nicht nur Schneefeld, sondern auch der Herbst ist da, ja. Also wir haben ja die 4 Jahreszeiten, ja, da sind die Blätter gefallen. Ah, den Frosch, den finde ich nicht so geil. Da, oh, ihr seht selber, seht ihr das, wie es da wegweht? Anscheinend scheint ein bisschen Wind zu sein oder es wird einfach nur so gezeigt, weil da müssten die Bäume gehen eigentlich auch mit, ja. Aber so sieht man auch mal das Schiff. Also das Schiff schaut ein bisschen eingefügt aus, aber vielleicht ist es, ja, da halten wir wieder, das Schiff schaut schon besser aus. Sehr schön, das Wasser bewegt sich, der Ding geht mit, das Gras geht mit, absolut. Da hätten wir wahrscheinlich dann wieder Herbst, weil die Blätter fallen. Hammer. Lasst es in euch einfließen, Leute. Lasst es in euch einfließen. Hier schaut es auch wieder richtig mega aus, wenn man da. Ist immer blöd, wenn ich ein bisschen Stopp machen muss, aber erstens schauen die mega putzig aus, die Dinger. Und ihr achtet mal auf das Fell gleich. Ja, wie schön das. Wie schön fluschig der. Oder fluschig, flauschig. Fluschig, flauschig der. Hier hatten wir den Wetterwechsel oder Jahreszeitenwechsel. Nochmal in Kurzfassung. Mega, absolut. Ja, und das ist auch eine interessante Sache, und das wird jetzt mehrmals kommen. Die Tiere, ich weiß nicht, ob alle sich ändern, aber die Tiere ändern sich mit Jahreszeiten und, so viel ich damals gelesen habe, glaube ich auch mit Tag- und Nachtzyklus. Ja, also ihr seht selber die Farbe, seht ihr das? Absolut, absolut Wahnsinn. Ja, wir sind ja in einer magischen Welt, da kann das schon mal passieren. Hier müsst ihr auf die Hörner achten, ja. Hammer, Hammer, Hammer. Also dieses Video hat mich sowas von mitgenommen. Hat mich absoluter Hammer. Ja.
Den Stream selber habe ich danach geschaut, auf jeden Fall. Und ihr seht, Leute, ihr seht, was für eine Liebe da drin ist. Ihr seht, Ashes of Creation gibt sich Mühe in jeden Funken, den sie reintun wollen. Das Wettersystem ist ein großes, beziehungsweise Jahressystem ist ein großes, ein großer Aspekt in dem Spiel, der rausstechen muss. Denn Ashes of Creation möchte nicht, dass wir eine gleiche Welt vorfinden. Ja, dieser, ich glaube, Jahreszeitenzyklus müsste ich jetzt nochmal nachlesen, war, glaube ich, einwöchig oder so. Also eine Woche Sommer, eine Woche oder einen Monat, irgendwie sowas. Und ihr seht, es ändert sich. Es ist absolut mega. Und dann Unreal Engine 5, also rüstet schon mal euren PC auf, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da macht es wirklich Spaß, an Orte wiederzukehren, die ihr eigentlich schon kennt, die aber jetzt anders sein können. Ja, also man hat zum Beispiel im Stream auch gesehen, da hat ein guter Seltzer mich darauf hingewiesen, das hat man jetzt hier nicht gesehen, da ist er zum Beispiel im Schnee gelaufen, man hat diese Fußabdrücke gesehen im Schnee, das ist sowieso wichtig, ja, aber als er vom Schnee raus in die normale, auf eine normale Straße, hat er noch kurzzeitig Fußabdrücke vom Schnee gehabt, also dieser Restschnee, der am Schuh war. Ich meine, welches Spiel hat das? Ja, also da seht ihr selber, Ashes of Creation, Gate of the Die, ich liebe dich, Ashes, ja. Leider, wenn wir das hier so sehen, denken wir, oh ja, da ist schon richtig viel passiert. Man weiß es nicht. Vielleicht hat Ashes was auf der Rückhand. Alpha 2 kann man ja schon in Unreal Engine 5 anzocken. Ja. Und dann schreibt euch bitte mal in die Kommentare, was ihr so vor dem Video haltet. Gerne ist wieder zurück. Wir versuchen wieder mehr Videos zu machen, was auch immer uns in der Spielerwelt erwartet. Und natürlich bleiben wir immer aktuell bei Ashes of Creation. Ja. Nächster Ashes Talk ist auch irgendwann geplant mit Celsa. Ich freue mich drauf. Grüße gehen raus, mein Guter. Und wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.